Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Long War Season 5. Jo, auf uns wartet hier ein kleiner Ratseinsatz und unsere Truppe wartet auch. Wir haben hier eine Beschaffungsmaßnahme, welche zur Panikverringerung führt, 225 Credits einbringt und einen neuen Rekruten. Das ist doch mal eine ordentliche Belohnung. So eine Belohnung hätte ich gerne öfters mal. Aber gut, fangen wir erstmal an. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Natürlich. Unser Team wird angeführt von Torian. Xander ist der Sniper dieser Mission. Glenn ist einer unserer Scouts. Und Delaram ist ebenfalls ein Scout. Ich hätte vielleicht lieber einen zweiten Gunner, aber ich habe keinen zweiten Master Sergeant Gunner zur Verfügung. Also zwei Scouts. Misaki ist unser Rocketeer. Dann haben wir Van Dorn als Gunner. Dann haben wir unseren Kampfmedic, den Axel als Medic natürlich. Und dann haben wir noch Marcos als Ingenieur. Leider steht mir kein Master Sergeant Ingenieur zur Verfügung. Ich hoffe mal, dass das so ausreichen wird. Nun gut. Brechen wir auf. Einsatz starten. Hätte ich einen zweiten Rocket hier mitschleppen sollen. Jetzt ist es zu spät. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Diese Map ist relativ tricky. Ich hoffe mal, wir werden nicht hier vorne ausgesetzt, hier in der Todeszone. Weil hier gibt es einfach keine gute Deckung. Wenn wir hier ausgesetzt werden, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie ungesehen darüber kommen oder darüber. Wenn wir hier rausgesetzt werden, müssen wir da lang gehen. Und wenn wir da rausgesetzt werden, ja, dann bin ich halbwegs zufrieden. Aber nur halbwegs. Denn bei dieser Map weiß man nie. Kommt halt natürlich auch auf die Gegner drauf an. Auf jeden Fall möchte ich nicht in der Todeszone starten. Danke. Oh, die Todeszone. Nein. Aufklärungsberichte des Rates besagen, dass einer unserer externen Datenspeicher in Gefahr ist. Wir dürfen die Daten auf diesen Großrechnern auf keinen Fall verlieren. Sie wollen, dass wir die Anlage umgehend sichern. Töten Sie alles, was sich bewegt. Roger. Nein, wie gesagt, hier werden wir nicht kämpfen. Sir. Wir rücken in diese Richtung ab. Delaram, wo bist du? Oder Glenn. Glenn ist auch in Ordnung. Wirfen wir mal einen Battlescanner hier rüber. Damit wir uns so ungefähr sehen, womit wir es hier zu tun haben. Oh. Oh, damn it. Zwei Heavy Floater, ein Ethera und ein Mektoid. Naja, zumindest ist der Mektoid schon mal kein Leader. Und da oben steht ein Sinman. Hier unten steht ein Sinman. Zwei Seeker. Naja, wir müssen definitiv aus der Todeszone raus. Voy hacia ese lugar. Und dann sollten wir vielleicht nochmal dieses Gebiet hier untersuchen. Nur für den Fall der Fälle. Nicht, dass wir da in eine Falle raufen. Mutons. Eieieiei. Drei Berserker, ein Elite-Muton. Nun gut. Wenn es weiter nichts ist. Bin dran. Mach mir mal eine Rakete, Steady. Xander, du gehst hier hin und fliegst mir bitte mal kurz in die Luft. Yep. Nein. Bitte da hoch. Ruhen, du gehst hier hin. Bloß weg von diesem Pott da oben.
Stellarrahmen, du gehst hier hin. In Bewegung. Im Idealfall verzieht sich dieser Bot und dieser auch. Damit wir uns in Ruhe um den hier kümmern können. Mal gucken, ob wir so viel Glück haben. Nun gut, dann bin ich gespannt. Noch ein Mac? Genau, bleibt schön brav weg. Dasselbe gilt auch für euch. Gut. Ziel erfasst. Hi. Nun gut. Oh ja. Das war gut. Das war schlecht. Justiere Zielvorrichtung. Nun gut, dann bekommt ihr Jungs erstmal eine Cam ab. Aber Marcos geht dafür erstmal in Deckung. Gut, die Aliens haben sich nicht mit dem Datenvolumen aus dem Staub gemacht. Es sollte möglich sein, die nötigen Daten wiederherzustellen. Sehr gut. Aber den da hinten würde ich gerne mit einstenkern. Man kann ja nicht alles haben. So, möchte ich die... Ich habe jetzt ein großes Problem. Ich wollte eigentlich eine reguläre Rakete abfeuern. Wobei, die hat 100%. Damit der seine Deckung auch schon mal verliert. Dreh mal bitte ein bisschen die Kamera. Nicht das Auto erwischen. So ist gut. Wunderbar. Keine Panik. Nun gut, Van Dorn. Schieß erstmal auf den hier. Sehr gut. Mit etwas Glück können wir dann alle snipen. Schießt er mir nochmal auf den hier. Wundervoll. Der ist erledigt. So, Glenn. Du gehst erstmal hier hin. Feuer frei. Stellarrahm. Du gehst hier hin. Feuer frei. Und du verfehlst. Das ist nicht gut. Torien, du gehst hier hin. Schieß mir den da kaputt. Genau. Gib mir mal Holozielen auf das da. Oh, guter Treffer. Xander, jetzt musst du eigentlich nur noch treffen. 99%. Sehr schön. Oh, jetzt müssen wir schauen, dass wir... Ja, ist gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir aus der Todeszone rauskommen. Ohne weitere Zwischenfälle. Wenn wir diesen Pott hier noch irgendwie klein bekommen würden, das wäre schön. Bleib weg. Nun gut. Auf dem Weg. Approaching target now.
Ich glaube, wir müssen erstmal durchladen. Genau, du lädst auch mal nach. Und Feldposten. Sender, nachladen. Die Frage ist, willst du da oben bleiben? An sich ist es eine schlechte Idee. Komm mal mit. Bin unterwegs. Klar, damit verliere ich zwar meinen Höhenvorteil, aber hey. Nachladen. Und Feldposten. Nachgeladen. Nun gut. Pot 1 wäre erledigt. Ah, ich hätte eine Rakete Steady machen sollen. Wollt ihr hier hingehen? Ich hoffe mal nicht. Sonst wird es ein bisschen schmerzhaft. Hi. Feind in Sicht. Ziel steht noch. Nun gut, jetzt haben wir Probleme. Dass sich der Ätherer verzieht, war klar. Jetzt müssen wir in der Todeszone kämpfen. Ziel verfehlt. Oh, du bist gelandet. Das finde ich ja nicht. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Ich wollte aus der Todeszone raus, jetzt stehe ich mittendrin. Eieieiei. Ein Glück, dass das Auto dabei nicht hochgegangen ist. Ja, das ist ein richtig niedlicher. Kleiner Bursche. Das ist mal eine Chemgranate für dich. Das Problem ist, dass du dich da nicht mehr wegbewegen kannst. Habe ich beide geschreddert? Mal 1 Abweichung. Mach. Mach es. Oh nein. Ich hab den Sektorpot nicht erwischt. Weißt du was? Wir gehen das ganz klassisch an. Delara, hier in Deckung. Genau, du feuerst. Und verfehlst. Gut. Das war eigentlich ein Fehler, dass wir uns wegbewegt haben. Xander, du entwaffnest mir erstmal den hier. Gut. Oh nein. Ernsthaft. Ach ja. Geh mal bitte hier hin. 89% gegen dich. Gut. Weg mit dir. Na komm, Glenn. Oh. Feuer frei. Nein. Justiere Visier. Command könnte ich noch gebrauchen.
Genau, versetzt ihn hier bitte in Panik. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir sollten einen Seeker loswerden. Prozent? Das reicht einfach nicht. Genau, du schiebst weiter Panik. Du bist jetzt erstmal repariert von den Drohnen, also bekommen wir nicht allzu viel Damage. Oh oh. Au. Da wird noch mehr getrampelt. Ihr bleibt bitte weg. Da kommt der Ätherer wieder zurück. Nun gut. Du bereitest deinen Flächenangriff vor. Ist absolut vertretbar. Mit dir dem Flankier. Sie umgehen mich. Mhm. Nun gut, die nächste Schredderrakete, wenn ich bitten darf. Abschuss. Eventuell müssten wir suppressen. Also entweder eine Chem für dich oder eine Granate für euch beide, die nicht so viel bringt. Moment, er ist immer noch nicht... Er hat nicht nachgeladen. Aber er bereitet halt seinen Flächenangriff vor. Na komm, eine Chem für dich. Sie geht aufs Haus. So, Toyen, 100%. Zack und weg. Ich brauche erstmal Holo-Zielen. Das ist wirklich daneben geschossen? Ernsthaft? Ach ja. Ja, du kannst dich ja eh nicht mehr bewegen. Ja, dann, Feuer frei. Immerhin. Mach so viel Damage wie möglich. Suppressen wird uns nichts bringen. Feuer frei. 17er Crit. Gut. Wirst du das Vieh killen? Nein. Schießen oder Feldposten? Du hast kein Sentinel, oder? Dann Feuer frei. Nun gut. Mach du keinen Quatsch, du lässt wieder wegrennen. Und haben wir es überlebt. Ja, kaum Schaden genommen. Gut. Die V2
Frage ist, was macht der Ätherer? Oh nein. Oh nein, Sender aufpassen! Was willst du da machen? Da hätte ich mich auch in Deckung stellen können. Da kommen sie. Ach, verdammt. Rakete raus. Nun gut. Prozent, weg damit. Ach nö, fangt doch mit dem Quatsch an. So, klären erstmal die Drohne hier weg. Die nervt. Kommst du erstmal eine Gratis-Granate? Ach ja, nur weil wir aus der Todeszone nicht rechtzeitig rausgekommen sind. Naja, immerhin. Allzu viel braucht er nicht mehr. Wir stehen aber immer noch selten dämlich da. Wie mich das jetzt ärgert. Nein, 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 nein. Nein. Wobei. Probier es einfach. Nein, war mir aber klar. Glenn, nachladen. Na kommt, ihr braucht ein bisschen Deckung. Rauch eingesetzt. Dann geht das Auto hier bald hoch, oder? Er ist noch in Panik, sehr gut. Oh nein. Eieieiei. Danke. Tojen, aufpassen. Gut. Verdammt, das war knapp. Ernsthaft? So, jetzt geht das Auto hoch. Okay. So, gibt's erstmal eine Rakete für dich. Du bist immer noch gefährlich und bist nicht mehr in Panik. Moment. Axel muss da eh weg. Packen wir es an. Schieß erstmal auf das Vieh hier. Nein. Gibt's doch gar nicht. Mach die mal platt. Gut. Wir sehen uns in der Hölle. Van Dorn näher ran. 83%, komm schon. Ich weiß es auch nicht.
Kopf einziehen. Kopf einziehen. Ja, es sind immer noch Max da draußen. Vielen lieben Dank. Trojan? Ja, diesmal wirst du getroffen. Ich kann nichts dagegen machen. So, Vandoren, schießt ihn mal bitte da runter. Ach, Xander, es tut mir so leid. So, du stabilisierst erstmal. Ohne den elenden Ätherer, wenn er nicht zurückgekommen wäre, wäre das hier nicht passiert. Aber gut, ein bisschen, jetzt bin ich auch selber schuld. Du musst den Kopf einziehen. Trojan geht mal hier hin und gönnt mir mal einen Feldposten. Das sind keine Raketen mehr. Probier es einfach. Nein. Justiere Zielvorrichtung. Oh nein. Mir geht's gut. Dann ist ja gut. Glenn, lass dich erstmal verarzten. Du bist gleich wieder im Gefecht. Nun gut. Das wird keine Flankierung, leider. Versuch's einfach. Guter Schuss, Glenn. Sehr gut gemacht. Doc. Du verarztest hier erstmal unseren Granatenschmeißer. Ganz ruhig, Soldat. Ich hoffe mal, dass du eine Granate so weit werfen kannst. Ja, kannst du. Wäre trotzdem nicht schlecht, wenn du ein paar Meter näher dran wärst. Geh mal hier hin. Bei Deckung braucht er keine mehr. Also der hier. Mhm. 87%, komm schon. Sehr gut. So. Dann muss man den nächsten Pott jagen. In motion. Weapons hot. Oh. Ernsthaft. Keine Raketen mehr. Glenn, feuerfrei. Sehr schön. Da hinten braucht eine Chemgranate. Hab ich mir sagen lassen. Ja, Glenn, damit verschwende ich zwar deinen Zug. Und damit rettest du deinen Kollegen das Leben. Glenn, lass dich nicht treffen. Gut. Was für eine heftige Mission. Wenn die uns hier rausgesetzt, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Wie dicht muss ich ran? Ich kann ihn nicht mal.
Weißt du was? Das machen wir jetzt ganz simpel. Geh du erstmal hier hin. Prozent? Daneben, ernsthaft? 100%? Naja, immerhin etwas. Drohien, du gehst hier hin. Van Dorn. Oh, du kannst nur noch schießen, nicht mehr suppressen. Das war jetzt wirklich sehr schlecht überlegt. Kann ich die Granate so irgendwie werfen, damit ich auch die Drohnen erwische? Na komm, mach halt so. Nun gut. Nachladen. Du kannst ja nur eine Rauchgranate schmeißen, stimmt's? Dann schmeißt deine Rauchgranate hier hin. Rauch ist raus. Und dann schmeißt du mir noch eine hier hin. Genau, repariert das Vieh erstmal. Dass uns jetzt zweimal beschießen wird. Wo willst du denn hin? Sie kommen über die Seite. Oh nein. Gekloppt oder so? Hast du keinen Anstand? Dann repariert er wieder Gesundheit. Nun gut, du musst weiterhin deine Granaten schmeißen. Sie wohlgemerkt kaum Schaden machen. Holo-Zielen? Prozent. Das wird nicht ausreichen. Ich hau die Immun zu schnell raus. Vor allem, weil ich den Doc nicht näher ranbekomme. Feuer frei. Wow. Wow. Ich hab keine Patronen mehr. Sondern noch diese eine eklige Drohne. Sehr schön. Mission erfüllt. Ach, Xander, es tut mir leid. Das war wirklich mies. Na kommt, lass uns nach Hause zurückkehren. Das ärgert mich wirklich. Aber gegen eine Psylanz hättest du selbst in Deckung keine Chance gehabt. Naja gut, vielleicht wärst du dann nur kritisch getroffen worden, aber... man weiß es nicht. 36 Einsätze, 94 Kills. Oh.
Jetzt fehlt mir wieder ein guter Sniper. Naja, du hast dein Bestes gegeben, um das Team lebendig nach Hause zu bringen. Ohne dich hätte es bestimmt mehr Tote gegeben. Elender Ätherer, zwei Sektorpods. Ich glaube, das war so ziemlich die heftigste Mission, die wir in der Kampagne bisher hatten, ne? Weiter. Und der neue Rekrut hier, der ersetzt Sender auf keiner Ebene. Alles kaputt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, mach das. Nun gut, wie lange brauchst du zum Reparieren? 3 Tage. Mal schauen, ob wir 3 Tage Ruhe bekommen. Wer ist denn der Neue? Luibov Buttercup. Ja, dafür ist Russland jetzt relativ frei von Panik. Und Frankreich ebenfalls. Plasma Carabine. 3 Alien-Karabiner für 2 Wissenschaftler nach Argentinien. Komm, machen wir. Brauchen wir zwar nicht. Satelliten, nicht jetzt. Ihr wollt wirklich einen gefangenen Ätherer von mir. Indien, das kannst du knicken. $320 für... Unsere Truppen müssen in Bestform sein. Sie sollen sich ausruhen. Das ist ein sehr guter Preis. Wenn ich mehr als 100, 200 Elirium hätte, würde ich das machen. 9 Stunden übrig. Nun gut, Hangar. Ich brauche definitiv mehr Abfangjäger. Habe ich noch Satelliten in der Baufolge? Nein. Ich sollte mir Satelliten bauen. 129 kosten die. Ein bisschen Kleingeld würden wir schon noch zusammenbekommen. Bei Alien-Gewehre verkaufen. Ein paar Sektoiden-Leichen. Ein paar Sektor-Anführerleichen. Ein paar Sinmen natürlich. Warum denn nicht? Gut, bestellen wir noch ein paar Satelliten. Wann bist du fertig? In 16 Tagen. Wie lang ist der Monat noch? Nicht mehr lang. Also wenn jetzt noch ein Satellit abgeschossen wird. Ja komm, bau noch einen. Satelliten kann man nicht genug haben. Und dann noch einen. So, weiter scannen. Japan, Plünderer. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Sind gleich in Schussweite. Ernsthaft. Heute geht ja auch wirklich alles schief. Kontakt entdeckt. Nun gut. Zumindest wird er seine Mission nicht abschließen können.
Panik in Großbritannien. Sehr gut. Das wollen wir ja. Psy-Training ist durch. Moment. Thailan, dein Misserfolg. Finde ich jetzt nicht so gut. Thailan, willst du es nochmal machen, probieren? Geh mal auf Mind Merge. Ein Berserker für zwei neue Rekruten nach Brasilien machen wir. Commander, wir haben unseren Abfangjäger verloren. Ja. Hab ich mitbekommen, Bradford. Dagegen kann ich gar nichts machen. Und er ist noch gelandet. Also haben wir in der nächsten Folge einen gelandeten Plünderer. Naja, meine Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.